Natura vertraust du mir nicht. In allen Lebenslagen, aber bei Flugzeugen bin ich bedenklich. Also um hochzukommen brauche ich mehr Anlauf. Hinter uns sind Bäume. Seh, da bremse ich. Los, komm, alter Eisen, hoch mit dir. Wir sind zu langsam. Sepp, wir sind zu langsam. Wir brauchen mehr Anlauf. Hat er nicht so einen Schub oder so? Ich weiß nicht. Bist du das schon mal geflogen? No. Das heißt, Pedro ist der Einzige, der es bisher geflogen ist? Sepp. Bäume. Ja, ich glaube, das passt. Ich glaube, wir können noch ein Stück. Wenn wir an denen vorbeigekommen sind, schaffen wir die anderen auch noch. Für einen letzten Versuch hätten wir noch 5 Meter hinterher. Ja, dann. Es reicht im Leben nicht. Zäh, das reicht nicht. Ich weiß nicht, wie Pedro hochkommt. Okay, vielleicht stellen wir es zurück und parken es ein. Zäh. Irgendwas stimmt da nicht. Wir lassen ihn hier stehen. Ich mag den nicht. Gott sei Dank. Ich glaube, Pedro hat gesagt, ist kaputt. Hallo, der Ryan. Rollo. Ja? Wolltest du die Kühe nicht vor 6 Monaten liefern? Ja, die haben eine lange Reise. Darum habe ich ja 200 geordert. Wer weiß, wie viele überleben, wa? Aber das Gehege ist fertig. Hast du gesehen? Das sind Zonen rum. Rollo, ich lebe jetzt seit einem halben Jahr auf Cayo Perico. Ja. Denen Kobe-Rinder zu geben, war eine meiner Aufnahmeargumentationen nach Cayo Perico damals vor einem halben Jahr. Ja, ja. Von wo kommen denn die Rinder? Ja, weiß ich nicht. Ich habe die bei Rinder 24 bestellt. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Warum brauchen die denn 6 Monate? Welches Flugzeug fliegt denn 6 Monate irgendwo hin? Nee, die kommen mit dem Schiff. Welches Schiff fährt denn 6 Monate? Ja, weiß ich nicht. Die tun sich ein bisschen schwer, wenn ich was mit Schiffen zu tun habe. Die haben gesagt, Herr Michalski, letztes Mal, Ihr Schiff ist so ein bisschen kaputt gegangen, lag die ganze Zeit irgendwo an einem Strand rum, Ölkrise, Strafzahlen hier und da und... Ja, dann habe ich das jetzt über einen anderen Namen laufen lassen, ne? Und ich habe gedacht, du bist verschollen, Rollo. Ich habe das über Jens laufen lassen, aber dann fiel mir auf, dass wir beide den gleichen Nachnamen haben. Hat gar nichts gebracht, ne? Ich sag dir, es war nicht schlau. Ich habe was anderes vor. Ja, was hast du vor? Ich meine, du sollst ja nicht keine Arbeit mehr haben oder so. Ja. Ich bräuchte ein bisschen Materialien. Materialien, ja, was brauchst du? Und ein paar Leute, die Materialien zusammensetzen auch. Ist aber ein kleineres Projekt, also dürfte nicht so viel Arbeit in Anspruch nehmen eigentlich. Brauchst du eine 5er-Muffe? Ja, ein bisschen größer. 8er? Ein bisschen größer. 4er? Ein Casino auf Cayo Perico. Hast du da eine gerade Fläche? Ja. Ja, ich komm mal rüber, ne? Bin gleich da. Okay, bis gleich. Der Typ kommt gleich, der den Zoo gebaut hat. Der hat mir gerade erzählt, dass die Rinder auf dem Weg sind, die ich vor 6 Monaten bestellt habe. Du erinnerst dich? Ja, ist was der. Die sind auf dem Schiff. Der kommt jetzt hier hin. Dann bringen wir ihn um, weil er hat 6 Monate gebraucht, um an das als Kuh hier hinzustellen. Ja, ich habe ihm gesagt, er soll ein Casino hier hinbauen. Das wiederum ist eine gute Idee. Der kommt jetzt hier hin, um sich halt anzugucken, wo er ein Casino hinbauen kann. Achso, irgendwas will wieder zurück. Achso, wir müssen jetzt sowieso auf den warten. Hast du einen Stuhl? Einen Stuhl. Aber ich habe Zigarre und Zigarette, willst du? Eine Zigarre habe ich auch. Ich hoffe, die ist ohne Drogen. Ach du heilige Scheiße! Passt das vom Platz? Kann ich hier runter? Geht da? Ich komm langsam, ne? Langsam. Langsam. Bin da. Rollo, warum kommst du mit einem Zeppelin? Ich hab nichts anderes. Das hab ich geklaut von so einem Gewerbe, hat das beantragt, hab ich behalten. Die wollten da Werbung drauf machen, hier mit dem Guses. Weißt du, Guses wollte da ein Gesicht riesengroß drauf machen. Ich glaub sogar deins. Rollo Rave, ich glaube, ihr kennt euch schon, oder? Hallo. Was ist Guses? Guses, der arbeitet in Los Santos. Der macht. Du gibst ihm ein Foto und der macht das überall drauf. Ich möchte kennenlernen. Okay, kommen wir zum Wichtigen, Rollo. Ja. Der Zoo hat keine Kühe. Das ist problematisch, ja. Seit 6 Monaten hat er keine Kühe. Ja, also ich glaube, jemand hat eure erste Kuhlieferung geklaut. Weil in der Stadt steht eine Kuh. Aber nur eine. Oh, zeig sie mir. Die klauen wir. Die steht bei so einer riesengroßen Villa. Da können wir zwei Fliegen mit einem Klappe schlagen. Wir können den Typ torten und Kuh klauen. Ja, lass uns erstmal die Quittersache klären, bevor wir dahin fliegen. Oh, was mit Quitter? Ich hab auch Quitter. Soll ich jemandem sagen, er ist doof? Ich kann das machen. Das wird er schon merken, wenn wir ihn umgebracht haben. Ach so, wen?
Typ, der Bilder mit einem Raketenwerfer postet. Kommen wir zum Andersbuch. Ich sehe den Quiet. Das ist ja mutig. Das ist ja sehr mutig. Ja, entweder heißt das, der hat uns beklaut. Die Alternative 2 ist, der scheißt uns ins Geschäft und baut die Dinger selber. Bei beiden Varianten hat er ein Problem mit Caio Perico. Was hältst du denn alternativ von einem Casino-Hangar-Außenstandort? Da hinten. Du willst ein Casino in den Hangar bauen? Ja. So ein. Ja, vielleicht ein bisschen schöner, wa? Also nicht, dass der nicht schön ist, Herr HW, wollte ich gar nicht sagen, aber so ein bisschen offener gestalten, moderne, zeitgenössische Kunst mit baumodernen Bauhaus-Architektur-Elementen und einem Rebdach. Ich heiße nicht Herr HW, das ist HW Jiménez. Okay. Ja, also weißt du, wenn man jetzt hier sagt, man guckt, dass man hier vielleicht da in die Ecke irgendwie guckt, dass man hier einen schönen Hangar hinbaut, der irgendwie einigermaßen hier hinpasst. Dann macht man da so ein paar Separés, die kann man mit so Glaspaneelen abtrennen. Wie bei Gusis. Oder mit so mediterranen Wänden. Und dann kann man da so ein paar Tische hinstellen und weißt du? Hallo? Ja. Ich möchte 176 Staubsauger bei dir bestellen. Ja, ich gucke. Bitte nächst. Ich brauche um 20 Uhr. Ja, dann fliege ich. Oh Gott, ich hoffe, das kann noch fliegen. Ja, er fliegt zum Großlager. Oder habt ihr einen Cargo-Bob, den ich mir leihen kann? Nein. Jetzt würde ich dir was leihen. Na gut, dann fliege ich mit dem Apparillo. Susi schreibt mir, bin heute nicht mehr erreichbar. Wenn was sein sollte, bin morgen Abend wieder da. Schönen sonnigen Abend. PS, immer schön, ihre Stimme zu hören. Ich muss Staubsauger holen! Weißt du, ich hätte da eine Losung für dich. Die da wer? Nimm mal deinen Revolver in deine Hand. Jetzt mach mal und streck Zunge raus. Da kannst du dir deine eigene Zunge ziehen und sie anrufen und sagen, fick dich. Wir fahren zur Kasse und warten auf unseren Termin. Ohne dass das von Bullen nimmt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich habe nur ein Auto, mit dem wir fahren können. Willst du dich zusammen mit mir da reinsetzen? Was ist das für ein Auto? Ich weiß nicht, wo meine Autos sind. Das ist nur diese. Ja, komm, wir fahren mit einem Panzer. Ich habe auch immer nur einen Panzer in der Garage. Hey, ich weiß nicht, vielleicht hat Pedro irgendwie. Der verwaltet bei uns diese ganze Scheiße mit diesem Auto, Flugzeug und so. Du hast ja gesehen, ich bin da jetzt nicht so gut drin. Passt man hier überhaupt zu zweit rein? Ich will hoffen. Ja, Leo? Hallo? Ich glaube, das Thompson-Ding hat sich erledigt. Die Truppe um Gordon soll den wohl schon haben. Gordon hat gerade angerufen. Die haben sich schon mit dem getroffen. Ich nehme an, dass sie den jetzt auf die Insel bringen werden. Ja, ja. Also von daher, die Info habe ich auch von dem Typen. Ja, ich bin mal gespannt, was dem seine Erklärung dafür ist. Anderes noch. Du hattest letztens noch, als wir das letzte Mal oben waren, hast du noch gefragt, ob wir was von diesem Ruby-Zeug haben, ne? Ja. Wir haben es tatsächlich geschafft, ein bisschen, also er hat sich wieder bei uns gemeldet und wir haben die Scheiße geschafft. Wir haben 30 Ruby haben wir rumliegen. Würde ich kaufen, was willst du haben? Boah, 30. Pff, 2 pro für dich. Also 60 Mille. Alles klar, gebe ich dir. Freundschaftspreis. Bring einfach auf die Insel. Alles klar, ja, perfekt. Ja, bis gleich. Alles klar, bis dann, ciao, ciao. Hey, was hast du denn jetzt so wieder gekauft? Drogen. Für den Partyabend. Ich habe 30 neue Ruby Dust besorgt. Ah, wir lassen den einfach mal selber den Thompson. Rollo. Hallo, der Rhein. Ich habe die ganze Dings voll mit Staubsaugern. Ja, weißt du, wo die Casa ist? Das große Gelände mit dem Tor. Ja. Ja, bring das da hin, aber vielleicht nicht mit dem Zeppelin. Dann wirst du da nicht landen können. Ja, aber das ist alles jetzt. Die Kartons sind im Zeppelin drin. Ja, dann guck, ob du da Zeppelin davor kriegst. Ja, das kann ich da drin auf dem Helipad oder davor nur? Dann schießt dich eine Rakete ab. Na gut, wenn ich in Flammen aufgehe, dann... Haben wir einen Staubsauger. Ja, gut. Alles klar. Tschüss. Tschüss, tschüss. Der bringt dir 130 Staubsauger. Der ist, ich weiß gar nicht, was mit dem ist und wo.
Warum atmest du so schwer, als wärst du tot? Ich bin wirklich weit gelaufen. Was ist... Wo hast denn du deinen Zeppelin hingestellt? Steht am Hafen und ist umgekippt. Hast du dir die Hand gebrochen beim Tragen? Ich wurde das ärztlich untersuchen lassen. Ich würde dir das gleiche empfehlen. Hast so einen LKW, in dem ich irgendwo das hinpacken kann. Stell lieber schnell hin, deine Hand wegliest. Ich mache mir Sorgen um dies. Ja, stell's einfach lieber ab. Guck, ist gute Qualität. Merkst du, wie die Luft direkt besser wird? Weil da sind atarische Öle drin. Atarische Öle? Ja. Wieso soll ich eine Kauznass saugen? Falls du hast Ketchup draufgekleckert. Ja, dann muss ich es abputzen, muss nass saugen. Ja, doch, du machst erst nass und dann gehst du mit dem Saugfrosch, mit dem Staubsauger gehst du da rüber. Kann ich die irgendwo hinpacken? Möchtest du auch einen haben, Ryan? Ich verzichte, danke. Aber ich hab viele davon. Ja, ich gucke mal, was ist das? Das ist Raviers Business. Ich hab mit Staubsauger-Business nichts zu tun. Okay. Ich bin im Tötungsbusiness. Oh ja, wie läuft? Oh, kommt da Kundschaft? Ja. Darf ich den hauen? Nein. Ich hab einen Hammer. Willst du den mit dem Hammer hauen? Mit dem richtigen Hammer. Hallo Gordon, hallo Valeska, hallo Thompson. Ahoi. Hallo, Grüße, ja. Was geht? Ich muss ganz kurz telefonieren, gib mir eine Sekunde. Jo, kein Stress. Ah, Mensch, du bist ja doch da. Garcia. Wie kann ich dir helfen an einem sonnigen Tag, wo ich einfach nur zu Hause auf der Garage chill? Wir werden uns mal unterhalten müssen gleich. Wir müssen uns unterhalten. Wir müssen uns gleich mal unterhalten. Warum denn? Naja, hast du mitbekommen, dass ein Typ mit einem Raketenwerfer das Justizgebäude in die Luft sprengen möchte? Also ich habe ungefähr 17 SMS bekommen. Hab Twitter gelesen und weiß da schon ein bisschen was von. Da sollten wir uns gleich mal drüber unterhalten. Ich habe ein Gespräch gerade, ich würde mich danach melden. Und wie lange dauert das schon ungefähr? Ich nehme an, 10 Minuten. Okay. Ja, dann ruf einfach wieder an. Alles klar, bis gleich. Ja, gut, sehr gut. Seh. Soll ich da reinpacken? Seh. So. Kommen wir ganz kurz zum Wesentlichen. Thompson. Ja, hi. Woher hast du einen Raketenwerfer und ich was ist das? Ich habe keinen Raketenwerfer. Das Bild ist gefotoshoppt. Ganz kurz zusammengefasst, es wurde wohl wegen einem Foto von irgendeinem Fotografen ein Haftbefehl ausgestellt, weil da Leute Pistolen in der Hand hatten. Der Rest des ganzen Bildes wurde nicht hinterfragt. Und ich wollte gucken, was die Polizei macht, wenn ich so ein Foto poste, weil ich meine, also irgendwo, ne, sind halt auch Grenzen. 2024, jeder Trottel kann mit Photoshop so eine Scheiße bauen. Aber ich habe keinen Raketenwerfer, das glaube ich, okay, hätte man gemerkt. Kannst du dir vorstellen, dass wenn du ein Bild postest mit einem Raketenwerfer, dass mehrere Leute ein Problem damit haben? Nämlich entweder die, denen potenziell Raketenwerfer gehören und die welche haben, die sagen, Alter, warum kann der Raketenwerfer bauen, wenn wir diese Raketenwerfer verkaufen? Oder die gleichen Leute möglicherweise sagen, hat er den Raketenwerfer von uns geklaut und deswegen ein Problem mit dir haben? Und des Weiteren, Leute, die eventuell sowieso mir oder meinen Leuten das ein oder andere nachsagen, die Frage aufstellen könnten, woher denn jetzt der Raketenwerfer kommt und wer den potenziell ins Land gebracht hat. Mit deinem Hintergrundwissen solltest du auf den Gedanken kommen können. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe an jede Menge Leute gedacht, aber daran habe ich tatsächlich nicht gedacht, an die Menschen, die tatsächlich einen haben könnten. Rollo, kannst du aufhören, den Busch zu saugen, du Idiot? Das ist ein Laubsauger. Ja, Laubsaug woanders, wo ich dich nicht hören kann. Das ist der extra Adapter. Okay. Du bist gleich extra im Arsch. Okay, ja, ich geh schon. Aber nein, ich habe tatsächlich an die Polizei gedacht, dass die nicht glücklich sein wird. Ich habe mir gedacht, dass viele Leute das Ding wahrscheinlich gerne hätten und neugierig sein werden. Aber an die, die vielleicht tatsächlich einen haben, habe ich tatsächlich nicht gedacht, muss ich zugeben. Ja, und die einen haben, fragen sich jetzt, woher du den hast? Naja, wie gesagt, ich habe keinen. Ich hatte auch nie einen. Das ist ein Photoshop-Bild. Das ist einfach nur gefällt. Okay, dreh dich mal um. Oh, wow. Der hat einen. Ja, perfekt. Das ist ja lustig. Und dadurch, dass die Bullen uns gerade verdammt auf der Schliche sind, wegen genau derartigen Dingen, gehen die Bullen jetzt davon aus, dass wir die Scheiße nach Los Santos bringen. Also ich kann gerne direkt da hingehen und das klarstellen, das ist nicht das Problem, ne? Ich möchte euch da auf keinen Fall irgendwo zwischenfunken oder sowas. Guck mal her, setz dich mal drauf, ich zieh's dich rüber. Ah! Hast du jetzt Rollo getroffen? Ich dachte, hör's auf, hat's aufgehört.
Also das ist, wie gesagt, das kann ich sehr gerne machen. Das ist nicht das Thema, ne? Ich habe auch nicht vor, mich vor den Bullen irgendwie zu verstecken. Ich glaube, wenn ich nicht hier wäre, hätten die mich eh schon längst kontaktiert und gefragt, was das soll dementsprechend. Und was ist das für eine Verrücktnummer? Ich habe einfach nur irgendwas darüber geschrieben. Okay, also bist du... Das ist Songtext. Nicht ein problematischer Psychopath jetzt. Ich weiß nicht, mir haben schon immer viele Leute nachgesagt, ich sei ein Psychopath, aber ich glaube, ich habe durchaus ein halbwegs funktionierendes Hirn im Kopf. Vielleicht manchmal mit Aussetzern. Da bin ich auch immer von ausgegangen, deswegen habe ich mich sehr gewundert, dass das von dir kam. Nee, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe an euch ehrlich einfach nicht gedacht. Ich habe an alle gedacht, aber nicht an euch. Tut mir auch echt leid. Eigentlich sollte ich dir beide Arme abschneiden und dich zu einem Korpus machen und mit dir Fußball spielen dafür. Das wäre eine nachvollziehbare Reaktion. Ich wäre aber echt dankbar, wenn du das nicht tun würdest. Dann würde es mir auch leichter fallen, das mit den Korps klarzustellen. Bura, wir müssen reden. Ja. Yeah. Und dass ich das sage, ich hasse mich dafür. Ich bin nicht der Mensch, der redet, aber ich will ihn wirklich einfach toten. Staubsauger bei Javier zu kaufen. Mach doch. Ich habe da keine Aktien drin. Ja? Ihr könnt Hola, Ryan. Ah, du lebst noch. Seh, was geht ab? Raketenwerfer-Typ. Geh ich von aus. Ja, der steht gerade vor mir. Glaubst du, ja, hat Gordon gerade gesagt. Wenn du mit einem Raketenwerfer ein Foto machst. Ja, ich glaube, Javier bringt den um jetzt, ich bin unsicher. Okay. Ja, soll ich rüberkommen? Ja, komm oder an der Kai, dann können wir quatschen gleich. Kann Valeska mit dem Heli mich abholen oder sonst dauert es ein bisschen? Ich nehme mich gleich mit, ich muss sowieso jemand, einmal der rüber. Macht eine Fake-Foto. Okay, wo soll ich warten? Casino oder? Komm mal, Mace Bank Tower. Alles klar, machen wir so, bis gleich. Bendera, du stellst damit auch meinen Ruf aufs Spiel. Kommst du hier klar gerade, Javier? Oh, seh. Dann gehe ich das mal gerade mit den Bullen klären. Sollen wir dir irgendwelche Leute abstellen, die dich absichern und gucken, dass dir nichts passiert? Also ich habe das Wort von Javier, dass Kaya mich aus dem State holt. Okay. Sollten die was planen? Der war hier. Alleine. Und ich hätte ihn töten können. Ich fühle mal meine Position und die Stimmung vor. Hola Ryan. Hallo Lisa. Wie geht es dir? Mittel, wie geht's dir? Psi, soweit so gut. Nach meinem Urlaub muss ich sagen, wieder ganz gut jetzt und wir haben schon ein bisschen was gemacht die letzten ein, zwei Tage. Ich bin dabei, was Dummes zu tun. Okay, was hast du vor? Wie dumm? Sehr dumm. Willst du mich eine Einweihung machen? Weiß ich noch nicht. Warum? Ich habe vor, mir wirklich was sehr, 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 sehr potenziell Dummes zu tun. Okay. Erzähl mir, ich kann sagen, wie dumm es ist. Vielleicht führt das, was ich jetzt mache, zu einem Krieg. Zu einem offenen Krieg zwischen Caio Perico und Los Santos. Okay. Also zu so einem offenen Krieg, wo raketenbewaffnete Hubschrauber kommen und so. Die Situation könnte besser nicht sein für uns. Die Situation funktioniert aber nur dann richtig, habe ich den Eindruck, wenn ich irgendwie einen Fuß nach Los Santos setzen kann. Ansonsten sind die Geschäfte für den Arsch. Ich bin nicht da. Viele unserer Unternehmen, die wir über Jahre aufgebaut haben, gehen irgendwie den Bach runter. Und ich bin hier most wanted. Und das müssen wir versuchen, ein bisschen zu kippen. Deswegen erzähle ich dem jetzt mal einen Haufen Scheiße. Ich hole den kurz hoch, warte hier. Okay. Abholung. Ich habe mit 20 Raketenwerfer gerechnet. Glaubst du, ich komme mit 20 Raketenwerfern? Weiß ich nicht, also einen gab's ja schon. Dass ich überhaupt komme, ist ein Wunder. Ja, dass du überhaupt hier bist, ist. Deswegen, ich will sagen, gewagt, aber ja. Deswegen bin ich nicht auf dem Boden, sondern in der Luft. Mensch! Hola! Wie geht's den Reifen? Keine Ahnung, wurden repariert, ne? Das auf Kütter hat mir ein bisschen was vorweggenommen. Ich bin nicht auf Kajo gerade, wie du siehst. Aber das ist der Grund, warum ich mit dir sprechen wollte. Mhm. Das Ding ist, Garcia, ich weiß, dass du mir kein Wort glaubst von meiner Friedensmission und keine Ahnung was. Das spielt für mich aber keine Rolle, denn du siehst, was passiert, wenn ich nicht da bin. Mhm. Und ich glaube, die Vergangenheit hat ganz gut gezeigt, dass das nicht so richtig, also, dass es funktioniert hat, dass ich auf Caio gewesen bin und seitdem Los Santos Ruhe hatte. Ich war selber derjenige, und das werden dir deine Kollegen bestätigen können, der immer wieder im Fadenkreuz von Caio Perico stand, Kampfhubschrauber hier gewesen sind, Leute auf dem Casino-Dach abgestochen wurden und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages muss ich hier nicht stehen. Am Ende des Tages muss ich das Gespräch mit dir nicht führen. Ich hätte sagen können, bring mir irgendjemand den Typ, wir richten den hin,
Fertig. Aber dass ich hier stehe, dass ich dich anrufe oder dir schreibe, mich mit dir gerne treffen will, um das Ganze aus der Welt zu schaffen, um dir zu erklären, was tatsächlich Lage ist, ja, sollte dir zeigen, dass ich nicht daran interessiert bin, irgendeinen Status, den ich genießen kann, weil ich ein Kartell hinter mir stehen habe aktuell, auszunutzen oder ausnutzen möchte. Sondern ich will diese Spekulationen im Raum gar nicht. Und ich möchte diesen unnötigen Streit ja gar nicht haben. Und nochmal. Das Problem ist halt einfach. Also, wie möchtest du das erreichen? Das ist nichts, was. Also, es ist ja bekannt, dass die Insel jetzt mehr oder weniger frei betretbar ist bis zu einer gewissen Grenze. Und bis dahin können die Leute, ich würde nicht sagen, machen, was sie wollen. Aber bis dahin, die können halt die Insel betreten. Hast du recht. Aber wenn sie es nicht tun, dann würden wir das auch wieder loswerden. Richtig, aber das Ding ist, wie kommen wir zu dem Punkt, dass die das nicht tun? Weil warum sollten die, also logischerweise ist der sinnvolle Menschenverstand zu sagen, ey, ich gehe da nicht hin zu irgendwelchen Leuten, die mit irgendwelchen Waffen rumrennen und mich eventuell erschießen, aber das denken sich 80% des Staates leider nicht und die denken, lass mal eine Fahrt dahin machen, weil es ein schöner Urlaubsort. Ja. Die Frage ist, wie erreichst du das, dass die Leute da nicht mehr hingehen? Sperrzone. Keine Ahnung, aber das Ding ist, ja, weiß ich nicht, Sperrzone. Das Ding ist, Garcia, wie soll das weitergehen? Wie stellen wir uns das Ganze, und da setze ich uns jetzt einfach mal alle gerade in ein Boot, wie stellen wir uns die Situation in 3 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten vor? Also wenn es nach mir geht, könnte die Insel ein bisschen weiter nach Süden rutschen, sodass da gefühlt keiner mehr hinkommt. Und das war's. Wir haben wieder hier unser, sag ich mal, Inselalltag und das war's. Ja, wenn es nach mir geht auch, aber das ist ja tatsächlich nicht, also wir können nicht schlecht an ein Boot hängen. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ganze Thema ist ein bisschen komplex, als dass wir jetzt sagen können, wir finden dafür jetzt sofort eine Lösung. Ja, wir werden jetzt hier auf dem Dach, werden wir keine Lösung finden dafür. Ja. Aber wir brauchen auf lange Sicht eine. Ja, das Ding ist halt, die lange Sicht, die ich mir jetzt gerade einfach nur die mir in den Sinn kommt, ist einfach zu sagen, ey, wir müssen irgendwie eine Lösung dafür finden oder schaffen oder eine Option oder irgendwie was, dass wir die Leute davon mehr oder weniger abhalten, darüber zu gehen. Weil umso weniger da Leute rübergehen, umso weniger Konfliktpunkte gibt es. Dann kommst du Freitag rum, im Freitagabend oder so, kommst du rum ins FRB-Akku und dann quatschen wir mal ein bisschen was. Es gibt eine Sache. Was ist Sachen? Es gibt ein paar Dinge, die einfach aufstehen, wo ein bisschen Klärungsbedarf da ist. Und da quatschen wir einfach drüber. Das ist keine Befragung, sondern eher so ein Ding von gegenseitiges, aushelfen. Wenn du doch schon so sagst, dass es so ein Ding ist von geben und nehmen. Aber warum dann quatschen wir nicht jetzt? Aber das ist nichts, was ich persönlich betreue. Das ist was jemand anderes betreut. Dementsprechend habe ich da nicht so den Blick, was da alles gerade offen ist, was vielleicht irgendwie einer Befragung, mehr oder weniger bedarf. Also da wäre noch ein Stuhl frei, ruf die an. Kurze Dienstwege. Ja, nee, lass es uns doch einfach entspannt am Freitag machen. Ich gebe dir mein Wort und du weißt, wenn ich dir mein Wort gebe, dass dir da nichts passieren wird dir auch nichts passieren. Darum mache ich mir auch keine Gedanken. Corson ist nicht, ich bin nicht im Dienst, ich weiß nicht, ob er da ist. Ja, dann nicht geh doch in den Dienst und bestell die Leute durch hin. Warum willst du das denn auf morgen verschieben? Ja, weil wir alles Freitag erstmal vielleicht zusammensammeln müssen, damit das nicht so ein Hin und Her ist. Ihr habt doch Tagebücher von dem Platz. Ja, nicht nur von dem Platz, weißt du selbst. Die das von den Triaden auch, gibt es auch noch einen zweiten Auszug. Ich hab normale Leute haben Kontoauszüge, ich habe Tagebucheinträge. Sehr. Passiert. Es ist traurig, weil es wahr ist. Gut, dann lass uns runter und ich gehe auf Caio Pirico mal eine Schulung geben, warum es keine gute Idee ist, Schultern zu zerschießen. Ja, danke schön. Das wäre halt auch sinnvoll. Und dass ich das Ganze ganz einfach mit Gesprächen geklärt hätte und man keine Schultern hätte zerschießen müssen. Ja, sprechen hilft in den meisten Fällen, ne? Ja, aber du hast die Leute kennengelernt. Ja. Ich glaube, der ein oder andere mag darin. Ich glaube, der ein oder andere weniger. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Hau rein, ciao, ciao. Und Scheißdreck gehe ich dann morgen unvorbereitet hin. Natürlich nicht. Was wollen die wohl von dir wissen? Alles. Ja klar, aber dem wird doch wohl klar sein, dass du dir nicht alles erzählen willst. Das wird er doch wohl wissen. Als ob du jetzt jede Gruppierung und alles dieser Welt verkaufst. Wegen, für was? Ja, das ist halt die Frage. Ne? Sie werden es halt. Das Problem ist, was sie haben, dass sie es nicht beweisen können. Deswegen wollen sie morgen von dir quasi
Aussagen so zeugemäßig, weil sie haben halt ein Tagebuch von 18 verschiedenen fucking Gangstern, aber können halt nichts davon beweisen, so wie immer. Tatsächlich, ne? Oh.